Seid willkommen hier aus der Kirchenbaustelle unserer Christophoruskirche. Ihr seht, die Altarwand ist zum Teil freigelegt, das Abendmahl Christi ist noch nicht zu erkennen, aber angedeutet. Vor 2 Jahren haben wir hier Konfirmation gefeiert und ein großes Tuch gespannt zwischen dem Boden und da oben der Empore, das sollte die Leiter, die zum Himmel führt, symbolisieren. Das war auch die Geschichte, die wir den Konfirmanden auf den Weg gegeben haben, 2019. Und diese Geschichte steht heute im Mittelpunkt, im Gespräch mit Gerhard Begrich. Wir lesen aus deiner Übersetzung. Schön, dass du dafür heute Zeit hast. Und beginnen aber mit einem Bild. Marc Chagall, gemalt irgendwann in den 30er Jahren. Jakobs Traum. Und ich frage mich und ich frage dich auch, Gerhard, was bedeutet diese Figur, die da Kopf steht? Also man sieht die Leiter, 2 Engel, man sieht den Namen Gottes oben an der Leiter rechts. Und dann sieht man eine schwarze Gestalt, die ebenso ähnlich aussieht wie die Schlafende unten, also wie Jakob. Wer ist dieser Mann? Man kann nur eine Deutung versuchen. Sie tragen Beine schwarz. Das ist die Kleidung der chassidischen Juden, der sogenannten Frommen, die es vor allem in Osteuropa gegeben hat. Und die haben als eine Devise ihres Lebens etwas gefunden, was man zusammenfassen könnte in dem Satz: Begnügt euch nicht mit dem Vorhandenen, hört nicht auf zu träumen, vertraut dem Himmel, wir leben von den Dingen, die eigentlich nicht gehen. Und das zeigt das Bild. Ich glaube, dass ein chassidischer Jude ihm im Traum erscheint und von ihm aus hinweist auf den Gottesnamen und auf die Leiter zum Himmel, um zu sagen: Zum Himmel zu kommen ist möglich. Der Himmel ist offen für uns. Und das ist die Botschaft chassidischen Judentums. Und er kommt aus dem Himmel, die Richtung jedenfalls, zeigt das an, die Füße zum Himmel. Und die Hand sieht aus wie eine Segenshand, die direkt auf den Kopf des Schlafenden weist. Und die andere Hand weist nach oben zum Himmel oder eigentlich genau direkt zu dem Gottesnamen rechts über der Leiter. Der Segen ist also hier an der Stelle für Jakob das, vielleicht das Entscheidende, den er im Traum erhält. Und da komme ich auch schon zu dem ersten Vers und zur ersten Frage. Ich lese mal, heute lese ich, und es ist die, wie immer, deine Übersetzung. Da rief Jitzchak Jakob und segnete ihn und gebot ihm und sprach: Nimm dir keine Frau von den Töchtern Kanaans. Die letzte Geschichte, über die wir gesprochen haben, war der Betrug Jakobs an seinen Bruder um den Segen. Er ist der etwas Jüngere und er nimmt sich den Segen, der eigentlich dem Bruder Esau vorbehalten war. Und nun ruft Jitzchak Jakob und schickt ihn auf die Reise. Damit beginnt diese Geschichte und er sagt: Nimm dir keine Frau von den Töchtern Kanaans. Wie kann man so etwas heute auslegen oder weitererzählen in einer Zeit, wo wir zumindest in unserer Zeit, in unserem Land als absolut rückständig und auch nicht als Gottes Willen ansehen, dass Menschen nicht andere Menschen lieben, die aus einem anderen Volk, aus einer anderen Region dieser Erde sind. Aber genau das sagt hier der Vater zu unserem Helden Jakob. Das ist ein bisschen komplizierter und nicht ganz so schlimm. Es hat 2 verschiedene Seiten, nämlich die eine, einen Töchter Kanaans zu nehmen, heißt, nimm eine Frau, die das glaubt, was du glaubst. Bis zum heutigen Tag heiraten Juden keine Nichtjuden. Bis zum heutigen Tag heiratet kein Moslem eine Frau, die nicht
Muslima ist. Und die Probleme gibt es in den Kirchengesellschaften auch. Das muss noch nicht schlimm sein. Das kann sein, nimm eine von denen, die das glaubt, was du glaubst. Das ist, glaube ich, die eine Seite, die man hier sagen kann, die andere ist. Und das ist, sage ich mal, das Negative. Man gewinnt Selbstverständnis durch Ausgrenzung. Ja. Indem ich mich von anderen abgrenze, erfahre ich, wer ich bin. Und das erzählt dieser Satz auch. Und dass das eine Tragödie werden kann, das erzählt die Geschichte, die danach kommt. Ja, und mein Herz sagt irgendwie, ich möchte das nicht in meiner Bibel zu stehen haben. So ein Satz, weil das ist nicht das, was ich glaube und was ich auch nicht als Gottes Willen ansehe. Aber du hast erst einen schönen Satz gesagt, die Bibel ist von Menschen geschrieben. Ja, und deswegen, müssen die Irrtümer von Menschen auch genannt werden, weil das ist das, was Menschen machen. In späterer Entwicklung der Geschichte Israels, da will ich vielleicht als Hoffnung darauf hinweisen, der große Mose, und der ist nun wirklich der größte Israels, der hat zwei Frauen und keine davon ist eine Jüdin. Und die eine ist sogar noch eine Schwarze. Also das ist schon eine Revolution in der Geschichte. Und die muss man dagegen erzählen. Die Geschichten sind von Menschen aufgeschrieben, aber das, was passiert, ist doch von Gott. Nämlich das, was wir jetzt gerade gleich lesen werden. Vers 11 und 12 und 13, sozusagen die Mitte der Geschichte. Jakob ist müde, legt sich hin auf dem Weg zu seinem Onkel Laban, wo er eine Tochter finden soll, die nicht von den Töchtern Kanaans ist. Nämlich aus seinem eigenen Fleisch und Blut oder von seinem eigenen Glauben. Er ist müde, legt sich hin nach einem langen Weg und nun übersetzt du hier, Gerhard, und er kam an den Ort und wollte da übernachten, denn die Sonne war untergegangen. Er nahm einen von den Steinen des Ortes und legte ihn an seinen Kopf und legte sich nieder an jenem Ort. Ich hatte mir immer vorgestellt, Jakob legt sich auf den Stein, legt seinen Kopf auf den Stein, sozusagen als ein besonders hartes Kopfkissen. Hier steht aber jetzt, legte ihn an seinen Kopf. Das harte Kopfkissen wäre ja nur, damit er irgendwas nicht vergisst. Nein, das ist, in dieser Geschichte beschreibt es einen normannischen Brauch. Wenn die Nächte kühl werden, trotz des heißen Sommers, legt man sich einen Stein im Rücken, der nicht auskühlt. Und so bleibt der ganze Körper warm. Das ist das Geheimnis. Also es ist ein nomadischer Brauch, der hier richtig wiedergegeben wird. Ah ja. Da hatte er einen Traum. Siehe da, ein Stufenturm stand auf der Erde und seine Spitze berührte den Himmel. Und siehe da, die Engel Gottes gingen auf ihm hinauf und herab. So, ein Stufenturm übersetzt du. Wir wissen oder wir glauben doch, dass es eine Leiter ist. Im Hebräischen, habe ich bei dir gelernt, ist von einer Rampe, kann man auch als Rampe übersetzen, was da, denn vielleicht gab es da noch gar keine Leitern. Aber warum übersetzt du Stufenturm? Denn kannte Jakob denn die Stufentürme in Babylon? Na, die Frage muss ich anders beantworten. Ich glaube, dass es ein Stufenturm ist, der sogenannte Turm von Babel, wenn es den in der Bibel gab, dann an dieser Stelle, weil der genau die Funktion hat, dass ganz oben an der Spitze die Begegnung zwischen Gott und Mensch stattfindet, weil da der Himmel ist. Und so ist das hier auch, denn ganz oben auf der Spitze ist Gott. Und deswegen, glaube ich, ist es auch wirklich ein Stufenturm geträumt. Ja, jetzt verstehe ich das. Also natürlich würde es eine Leiter geben, hätte er nie gesagt, ich habe von einer Leiter geträumt, weil das ist wahrscheinlich viel zu banal. Eine Leiter kann ja nicht zum Himmel führen, aber ein Stufenturm, das war sozusagen seine Vorstellung. Ja. Da findet dann die Begegnung statt. Die Engel Gottes stiegen auf ihm hinauf und herab. Da gibt es ja viele Auslegungen in der rabbinischen Literatur und auch in der christlichen, warum sie zuerst hinauf und dann herabstiegen und nicht andersrum. Das ist, glaube ich, wichtig. Ja, das ist auch religionsgeschichtlich wichtig, ohne das benannt zu haben. Wenn die Engel zuerst unten gedacht sind, heißt das, was gleich im Traum deutlich wird, der Himmel ist nicht oben, sondern unten.
Und das ist etwas ganz Außergewöhnliches. Und die Engel leben auf der Erde und nicht im Himmel. Richtig. Na, das ist doch revolutionär. Das widerspricht doch allem, was wir von Engeln glauben. Man könnte auch freundlich sagen, der Himmel ist oben und unten. Ja. Er ist da, wo die Menschen sind und Gott ist. Das klingt viel freundlicher, ja. Da möchte ich noch eine Sache fragen. Er hat diesen wunderbaren Traum von der Leiter oder dem Stufenturm oder der Rampe. Und dann wacht er auf und sprach, wie ehrfürchtig ist dieser Ort. Luther übersetzt, wie heilig ist dieser Ort. Hier ist nichts anderes als das Haus Gottes und dies ist das Tor des Himmels. Und nun schreibst du in deiner Anmerkung, und das hat mich schon sehr beeindruckt und auch ein bisschen zum Widerspruch gereizt, zu diesem Vers 17, also zu dem, was er sagt, nach dem Aufwachen. Dieser Ort, schreibst du als Kommentar, dieser Ort ist gerade nicht heilig, denn es gibt von nun an keine heiligen Orte mehr und der Himmel ist unten. Der Himmel ist immer da, wo Gott ist und wo er, hochgelobt sei sie, ist. Da ist sein Haus. Gott ist gegenwärtig in der Begegnung. Nun müsste man zwei Dinge einwenden gegen das, was du sagst oder schreibst. Zum einen, es gibt Orte, die Menschen als heilig ansehen, wie diesen hier zum Beispiel, auf den wir brennend warten, dass wir nun endlich wieder hier einziehen können, an unseren heiligen Ort in Friedrichshagen, mit diesem schönen Bild und dem Altar. Und zum anderen, Jakob kommt ja im weiteren Verlauf der Geschichte wieder an diesen Ort zurück. Er hat ihn markiert mit Öl, er begießt ihn mit Öl. Und für ihn ist es doch ein bleibend heiliger Ort, oder? Ja, für ihn bestimmt. Da widerstreiten sich zwei Gedanken in meinem Herzen. Ich glaube, dass es richtig ist, dass es keine heiligen Orte gibt. Die Orte werden höchstens heilig durch die Begegnung. Und wenn die Begegnung hier stattfindet, ist der Ort wieder ein Ort. Und das andere ist, dass ich es schön finde, wenn es heilige Orte gibt. Aber ich glaube, dass es falsch ist. Da muss ich erstmal schlucken nach diesem Satz. Den lasse ich einfach so stehen, weil er auch wichtig ist, glaube ich. Und wir enden mit diesem Bild, mit dem Segen. Es ist ja nicht nur die Rede von einem Ort, sondern es ist ein Segen, der Jakob im Weiteren sehr viel Kraft geben wird und der ihn begleiten wird durch all das, was er dann an schlimmen Dingen auch erleben wird bei seinem Onkel Laban. Und das nächste Mal sprechen wir über die Geschichte einer anderen, ganz anderen Gottesbegegnung, nämlich dem Kampf am Jabok. Vielen Dank, Gerhard, für das Gespräch und bis zum nächsten Mal.